Hallo, Jungmann und herzlich willkommen hier in Köln in unserer Wohnung zu einem neuen Video. Zu meiner Seite, Jerry. Wir wurden eingeladen von der Telekom zu einem coolen Event, die Electronic Beats, die hier heute in Köln stattfinden werden. Ganz besondere Künstler werden dort auftreten, und zwar die Affen. Nicht die Affen, sondern die Gorillas. Richtig cool, 7 Jahre Pause haben sie gemacht und jetzt fangen sie wieder an. Ja, und wir sind heute exklusiv eingeladen und dürfen das auschecken. Wir zapfen an heute. Zusätzlich werden Steven, Jerry und ich uns gleich einer Challenge hingeben. Denn die Telekom hat eine coole App rausgebracht, The Lens. Wir haben sie gerade schon mal ausprobiert. Pack schon mal aus hier. Yeah. Ich pack schon mal aus. Hier, die App wird geöffnet. Man muss auf jeden Fall auf laut haben. Bist du bereit für die Gorillas? Die Challenge ist es nämlich, 10 Objekte hier in dieser Wohnung zu finden, die magentafarben sind. Und dann wird nämlich Folgendes passieren. Wie gesagt, hier ist einmal die Kamera zu sehen. Und dann, Achtung Leute, pass auf. Wow! Guck mal, wie geil. Das ist da so drauf getrackt. So Leute, ich würde sagen, wir filmen das jetzt jeder aus seiner eigenen Sicht. Das heißt, jeder springt jetzt in seine eigenen Kamera. Meine Sicht wird nämlich auf meinem Kanal zu sehen sein. Könnt ihr dann gleich vorbeischauen. Oder wenn ihr den Gewinner sehen wollt, könnt ihr natürlich auch jetzt schon switchen. Switch! Liebe Freunde, 10 magentafarbene irgendwas. Wer das zuerst geschafft hat, darf losfahren in Richtung Konzert. Wir müssen uns beeilen, denn das Konzert findet gleich in einer halben Stunde statt, oder was? Ja. Der Erste, der ankommt, hat gewonnen. Ja. Und auf dem Weg müssen nochmal 5 magentafarbene. Ja, jetzt werden hier schon wieder die eigenen Regeln gemacht. Okay, aber ja, machen. Ich würde sagen, 3. Ich würde, warte mal, ich bin irgendwie noch nicht ready. Ah, ich hab ein Stück, okay. 3, 2, 1, let's go! Hä? Meiner hat keinen Sound! Hä? Meiner hat keinen Sound! Ist ja was, gell, du Sch. Oh mein Gott! Ich muss mich beeilen. Irgendwo was liegen. Ich muss mal schauen. Hier irgendwas. Oh, Leute! Was haben wir hier noch? Oh, schönes Ding. Ich cheate nicht, Mann! Oh, was haben wir hier? Das ist gut? Funktioniert das? Ja, das funktioniert auf jeden Fall alles. Ich weiß gar nicht, ich hab schon 4 Stück. Hä? Ja. Ja, aber ich nicht mal aus meinem Zimmer. Da unten haben wir schon irgendwas hier. Irgendwo in der Unterwäsche. Ja, ich wusste es doch. Hä? Ist ja. Mehr Magenta geht ja nicht. Es läuft ja, aber der Ton geht nicht. Was ich ausprobieren wollte, Zimmer. Ja! Das ist ein Punkt für mich. Das ist mein Zimmer. Oh, das geht auch. Das zählt auch noch zu Magenta. 4, 5, 6 habe ich schon. 6. Oh, der 6, 6, 6. Mist. Hier muss. Und auch nicht. Hier irgendwas. Du Sack! Da wollte ich auch noch hin. Ja, du darfst ja nicht. Darf ich jetzt nichts mehr davon nehmen? Ja, dann. Wenn du es so willst. Wieder ein Beispiel? Nee, haben wir nicht. Ja, mach ich auch, Alter. Ja, ach. Er ist ja voll der Betrüger. Selber. Okay, das nehmen wir nicht. Seht das? Nein. Da war was. Verdammt. Richtig stressig gerade. Ja, da war doch was. Ich kann los. Ja, ja. Läuft hier, ich bin auch fertig. Nee, mach ich. Rein, hier nochmal kurz in meinem Zimmer. Ihr hört es, liebe Freunde. Du sagst es echt. Schuhe anziehen, Schuhe. Hey, noch immer Licht aus. Ja, guck mal. Der ist jetzt erst im 2. Stock. Wärst du nicht mehr hier gewesen, wäre ich komplett am Arsch. Ich weiß nicht, wo das ist. Was? Ich habe die Adresse nicht. Ich wäre komplett am Arsch gewesen. Boah, Stress. Ja, das sieht hier so aus, als würden wir parallel denselben Weg fahren, ne? Ja, Leute, unser Aufzug ist auf jeden Fall ultra scheiße. Hier gerade mal ein stilles Örtchen gesucht, um mal ganz kurz drüber zu sprechen, ob das hier überhaupt Sinn macht oder nicht. Ich war ja eher da und dann hat der Aufzug nicht funktioniert, weil wenn einer dann noch drauf drückt, dann ist er erst in die 2. gefahren und dann war der Hans auf einmal wieder. Also, liebe Freunde, wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt hier sowieso auf einem Fleckchen gleichzeitig nebeneinander herfahren und uns dann körperlich zu nahe kommen aufgrund dessen, dass wenn wir was Magentafarbenes sehen, uns gegenseitig noch prügeln, um den Punkt zu kriegen, machen wir das jetzt schöne Impressionen gemeinsam. Ja,
haben jetzt gerade einen Zuschauer getroffen. Und das Krasse ist, dieser Zuschauer hat auch noch einen magentafarbenen Rucksack. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Brauchst hier gar nicht, das ist mein Punkt. Das ist mein Punkt. Wie heißt du denn? Nicole. Nicole? Ja. Oh Gott, ja. Nicole, ist doch alles gut. Wie heißt du? Hi Miriam, freut mich, hallo. Nein! Oh. Es funktioniert. Ja, süß, scheiße. Das tut mir leid. Nicole. Oh, shit. Ja, funktioniert auch. Ich glaube. Görki, ich starte ein Live-Video. Du hast mir gerade 2 Punkte eingebracht. I'm sorry, boy. Freunde, wir sind jetzt hier im Palladium angekommen. Wir waren gerade schon mal drinnen und haben uns ein bisschen angehört, mit was für einem Equipment hier heute gefilmt wird. 360 Grad Livestream habe ich schon einmal gesehen. Während Steven Jerry hier gerade noch rumläuft und ein paar Impressionen aufnimmt. Ich weiß noch nicht, dass wir hier gleich nicht aufnehmen dürfen. Ist ja aber auch verständlich, ist heute alles exklusiv. Und für uns persönlich, mal ganz ehrlich, wesentlich angenehmer, weil wir können endlich mal anständig genießen, anstelle immer hier alles filmen zu müssen. Aber ich möchte euch ein kleines Mutziele und vor allen Dingen auch Bier was präsentieren. Das hier haben wir heute bekommen von den Gorillas für euch persönlich. Gucken, was da drin ist. Affenfutter. Mhm. Ein Handtuch. Was? Kopfhörer? Okay, hier, das wird gerade krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ein Portemonnaie? Mit meinem Portemonnaie habe ich schon reingepackt gerade. Ich denke sogar gerade. Voll krass. Das ist ja voll ähnlich wie deinem. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal irgendwo gesehen habt. Es ist ein USB-Stick, den du per Magnet auseinanderziehen kannst. Und der endet in einem Ladegerät oder Übertragungsgerät für iPhone und derselbe Stecker Android. Derselbe Was? Stecker. Wie geht das denn? Das ist echt heftig. Guck mal. Und das ist per Magnet, klippst du zusammen. Wie klein ist das bitte? Das ist echt richtig gut. Das ist ja wohl das Innovativste, was ich hier seit langem gesehen habe. Tschüss! Wir werden jetzt das Konzert genießen. Zurück in unserer Wohnung. Ein grandioses, erfolgreiches Event. Hat mega Spaß gemacht. Und jetzt quasi noch unser Puste, weil die Stimmung war echt so mega. Richtig viel Spaß gemacht. Die App, die wir genutzt haben, könnt ihr unten nochmal in der Beschreibung auschecken. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Sehen uns im nächsten Video. Stay positive. Wenn ihr die andere Perspektive nochmal sehen wollt, dann schaut ihr natürlich mal bei Stifler Gerizimo vorbei. Und verhungert den Namen so komplett. Ciao.